So. Hallo ihr Lieben, heute mal ein ganz besonderes Video, denn es geht um euch bzw. um uns. Wir sind 100.000, also eigentlich sind wir mehr als 100.000, aber die Planung hat jetzt ein bisschen länger gedauert, sorry. Auf jeden Fall möchte ich mich einfach nur wirklich bedanken dafür, dass ihr so positiv seid. Ihr seid eine wahnsinnig positive Community. Es gibt kaum Ärger unter meinen Videos oder meinen Fotos oder sonst was. Dafür, dass ihr einfach von Anfang an dabei seid, selbst die Leute, die seit einer Woche dabei sind oder seit diesem Video, vielen lieben Dank, dass ihr mich supportet. Ernsthaft, das ist nicht selbstverständlich. Ich finde es wahnsinnig schön, immer wieder dieselben Gesichter auf der Straße zu sehen, unter meinen Videos. Ist ja dasselbe. Unter meinen Fotos. Vielen lieben Dank. Ich sehe euch. Wirklich, Leute, ich sehe euch. Ich weiß ganz genau, wer ist. Ich habe einige von euch so oft getroffen, dass man fast schon von Freundschaft sprechen kann. Es ist einfach wahnsinnig schön und ich möchte euch was zurückgeben. Ich möchte es jetzt auch gar nicht in die Länge ziehen. Ich habe mir gedacht, ich mache das, was ich am besten kann, nämlich über Schuhe reden. Aber diesmal ist das Prinzip ganz einfach. Die Schuhe, die ich jetzt zeigen werde, die kann auch jeder von euch hier so kriegen. Was ihr dafür tun müsst, ist total easy, das erkläre ich euch am Ende des Videos. Jetzt müsst ihr einfach nur zugucken, zuhören, mitschreiben, was ihr haben wollt und dann würde ich sagen, wir fangen an. Und wir kommen zum allerersten Schuh für euch, und zwar den Puma Creeper von Rihanna. Und ich weiß ganz genau, wie sehr ihr die Creeper liebt. Deswegen habe ich den für euch organisiert. Den nennt man auch den Gucci Colorway, einfach nur wegen dem Dunkelgrün. Das sieht man hier wahrscheinlich nicht in der Kamera. Und diesem Bordeaux, diesem dunklen Rot. Und eben diese typische Creeper-Gammsohle. Ich finde den Schuh wahnsinnig schön. Ich habe den tatsächlich auch doppelt. Den ziehe ich auch zurzeit am häufigsten an. Ich hoffe, dass ihr euch freut. Also das ist tatsächlich einer meiner Favoriten dieses Jahr gewesen und ich bin auch echt froh, dass ich den für euch organisieren konnte. Und als nächstes bleiben wir noch bei Puma und kommen zu diesem Fenty hier. Den habe ich in komplett schwarz. Den gab es in schwarz, weiß und rot. Ich fand weiß und schwarz tatsächlich am stärksten, aber einfach nur, weil ich immer nur schwarz anziehe und es passt halt einfach wahnsinnig gut. Und ganz viele haben gesagt, oh nein, das mit dem Shape, ich weiß nicht, das fühle ich nicht so. Aber ich habe richtig gute Outfits teilweise in diesen Schuhen gesehen. Und was ich an dem mag, ist eben, dass der hier so schön hoch geht. Das mochten einige ja gar nicht. Aber ich ziehe meinen schwarzen immer so an, als wäre es ein Stiefel, also so ein Boot. Und dann habe ich halt trotzdem noch einen Sneaker an, so. Das passt dann immer so zu meinem Stil. Und eben trotzdem so diese Alternative, weil es so an so Boots erinnert. Den könnt ihr auch haben. Dann kommen wir zu einem meiner Lieblingspacks in den letzten Monaten, und zwar zu dem Pearl Pack von Reebok. Und ich muss sagen, Leute, schaut euch den mal an. Schaut mal, wie schön der glänzt. Ich habe den auch für mich, aber ich habe den für euch organisiert. Und ich muss sagen, Leute, ich liebe diesen Schuh. Aber es gab auch noch einen weißen. Ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht noch den weißen organisiert hätte. Also, zweimal Reebok Classics mit dem Pearl Shimmer. Das sieht man hier wahrscheinlich kaum. Aber ey, Leute, das sieht man in echt, ne? Also nicht, dass ihr denkt, das ist einfach nur ein weißer Schuh. Ich finde es wahnsinnig schön, dass Reebok eben die ganze Sache in Deutschland organisiert hat. Grüße an Herzogenaurach. Hammer. Also, die könnt ihr auch gewinnen. Und wir bleiben in Herzogenaurach und kommen zu Adidas und kommen auch zu meinem Lieblingsschuh. Ich habe den nämlich selbst designt auf der Mi Adidas Seite und ich habe ganz viele Pastelltöne benutzt. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann, aber kein Problem. Die Verlosung wird es auch auf Instagram geben. Das heißt, da wird es nochmal ein Foto geben, da werdet ihr die Farben nochmal ganz genau sehen. Ich finde den wahnsinnig schön, aber ich habe den ja halt auch selbst gemacht. Also klar finde ich den schön. Mit dieser Gammsohle und ganz vielen Pastelltönen. Und hier steht Boss, auf der anderen Seite Girl, also Girl Boss. Und den könnt ihr auch gewinnen. Ich glaube, ich werde mir meinen Girlboss-Schuh auf jeden Fall nochmal nachbauen lassen. Also derjenige, der gewinnt, wird im Partnerlook mit mir rumrennen, weil man den Schuh so an sich ja nicht kaufen kann. Da ich eine Zeit lang auf der Mi Adidas-Seite ziemlich fleißig unterwegs war, habe ich mir auch noch diesen Superstar machen lassen. Hier sind übrigens noch Laces drin, sehe ich gerade. Und zwar mein Schlangenschuh. Das ist hier so Fake-Schlangenleder. Und das Tolle ist, diese Streifen sind auch nochmal in so einem Schlangenmuster. Und das ist so pink, orange, was haben wir hier? Blau, grün, aber so metallic. Und hier auch nochmal so ein was ist das? Gelb, orange, was auch immer. Den finde ich auch wahnsinnig schön und der kann auch euch gehören. Dann kommen wir zu Essex, da habe ich auch noch einiges für euch parat. Und zwar zu diesem Essex G-Lite 5 aus dem Agate Pack. Da gab es noch einen G-Lite 3, ich habe beide. Aber den hier werde ich auch verlosen. Der ist auch noch komplett neu, also nicht mein Schuh. Das sind nochmal ganz andere Schuhe. Und den fand ich auch wahnsinnig gut. Ich habe den eine Zeit lang auch richtig oft angehabt. Und ich mag halt eben dieses, ja, so ein Off-White und so ein Babyblau. Der sieht
richtig gut aus. Den hatte ich auch mal auf Instagram gepostet. Hier auch nochmal die Sohle. Richtig schöner, schöner Schuh. Und als letztes kommen wir zum Summer Escape, dem G-Light 5 von Essex. Und die haben sich inspirieren lassen von dem japanischen Nationalfeiertag, dem Sea Day. Und das sieht man auch im Schuh. In der Innensohle sind so Wellen und das Dunkelblau hier sieht halt aus wie so Fischschüppchen. Und generell die Farbe ist tatsächlich halt sehr, ja, nah am Wasser gebaut. Also sehr schön blau und ich mag die Farbe hier übrigens, so dieses Hellblau. Die Sohle finde ich wahnsinnig schön, muss ich sagen. Hätten die nicht alles so schön hell machen können, aber ist auch egal. Der ist auf jeden Fall für euch und ja, das waren auf jeden Fall alle Schuhe, die ihr gewinnen könnt. Und dazu gibt es dann noch so ein paar Beauty-Produkte von NYX. Ich werde euch so ein paar Goodie-Bags reintun oder in die Schuhe tun. Ich weiß es noch nicht. Das, was halt eben in den Schuh passt. Wenn nicht, dann packe ich es irgendwie außen nochmal drumherum. Und was ihr dafür tun müsst, ist total easy. Moment, ich packe die Produkte weg. Und zwar müsst ihr einfach nur meinen Kanal abonnieren, weil ich will, dass ihr gewinnt und nicht einfach irgendwer im Internet. Dem Video einen Daumen nach oben geben. Und jetzt kommt das Wichtigste. Ich hoffe, ihr habt aufgepasst, sonst müsst ihr das Video jetzt nochmal schauen. Ihr müsst mir in die Kommentare schreiben, welche Schuhgröße ihr habt und was für einen Schuh ihr wollt. Mehr müsst ihr nicht tun. Und damit wir die Chancen verdoppeln, werde ich auf Instagram auch eine Verlosung starten. Und da könnt ihr dann einfach mal vorbeischauen. Da heiße ich Edda Vendetta. Da müsst ihr einfach nur schauen, was ihr tun müsst. Aber keine Sorge, es wird jetzt nicht komplizierter. Ich hoffe, ich konnte euch mit der Verlosung ein bisschen was zurückgeben. Normalerweise gehen meine Verlosungen eigentlich immer 7 Tage. Das heißt also, bis zum nächsten Sonntag habt ihr Zeit mitzumachen. Danach werde ich die Gewinner erstmal auswählen. Das kann manchmal ein bisschen dauern, weil wirklich viele Kommentare kommen. Seid nicht so streng mit mir, aber bitte haltet die Augen offen auf Twitter, auf Instagram, auf Snapchat. Ihr werdet auf jeden Fall mitkriegen, wenn ihr gewonnen habt. Definitiv. Oder in der Infobox. Ich werde es überall schreiben. Überall. Ihr werdet es überall sehen, wenn ihr die Augen offen haltet. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr kein neues Video. Und ich bin raus. Bis dann. Tschüss.